Hallo und herzlich willkommen. Eine flexible Multimedia-Audio-Lösung, die möchte Edifier mit dem C2 XD anbieten. Für rund 100 Euro ist das ein 2.1 Lautsprechersystem mit zentraler Kontrolleinheit, ja, recht flexibler Anschlussbestückung inklusive optischem Digitaleingang und auch noch einer Fernbedienung. Was findet man nun in dem großen Karton? Sicher verpackt wird mitgeliefert unter anderem diese Scheckkartengroße Fernbedienung, die zumindest die Basisfunktion bietet an Aus, Mute, Lautstärkeregelung, Höhen- und Tiefenregelung sowie Eingangsauswahl. Wir haben zwei Kabel beiliegen, ein optisches Digitalkabel und dann hier dieses Cinch Klinke-Kabel und natürlich gibt es auch Bedienungsanleitung. Das Lautsprechersystem selbst besteht im Prinzip aus vier Teilen, den beiden Satelliten, dem Subwoofer und der zentralen Kontrolleinheit mit dem Verstärker drin. Die Lautsprecher werden aus MDF gefertigt, wirken recht robust. Wenn wir aber den Größenvergleich dann anstellen mit einem auch eigentlich eher kompakten Regallautsprecher, dann ist das Volumen recht limitiert. Müssen wir noch schauen, wie sich das dann auf die Akustik auswirkt. In Betrieb genommen wird das Ganze unkompliziert. Wir haben hier rückseitig auf der Kontrolleinheit die verschiedenen Anschlüsse für die Lautsprecher und für die Eingänge. Das ist also alles dann auch schön markiert hier, die Lautsprecher, der linke Weiße wird dann einfach farblich zugeordnet. Der rechte Satellit dann schön mit Rot markiert und dann haben wir hier unten noch den Subwoofer. Dann sind bereits alle Lautsprecher angebunden. Oben dann die verschiedenen Eingänge, Cinch, AUX und optischer Digitaleingang. Zusätzlich haben wir hier seitlich noch einen Kopfhöreranschluss und einen weiteren AUX-Eingang. Und frontal dann die Bedienelemente. Ja, hier hinten dann noch der Hauptschalter, den kurz umgelegt. Und dann leuchtet hier auch die Anzeige auf. Vom Material her die Kontrolleinheit aus Kunststoff gefertigt. So einem x-förmigen Design mit diesem zentralen Kontrollelement. Könnte haptisch noch etwas hochwertiger sein, wenn man zum Beispiel dieses Drehrad hier schön aus Alu oder Edelstahl fertigt. Also etwas hoher Kunststoffanteil, aber bei der Preisklasse wäre alles andere wohl auch zu viel erwartet. Ja, was können wir jetzt hier steuern? Wir haben natürlich in der Mitte den großen Lautstärkeregler. Wir können hier die Höhen und Tiefen regeln. Was dann gesteuert wird, wird einfach durch die farblich jetzt nicht ganz so passenden grünen LEDs angezeigt. Das gilt dann auch für die Eingangsanzeige hier rechts. Und damit haben wir dann auch die Bedienmöglichkeiten vorgestellt. Was jetzt natürlich fehlt, sind Klangeindrücke. Dafür werden wir das C2 XD jetzt sowohl mit Musik als auch mit diversen Spielen und Filmen erproben. Unsere Klangeindrücke, unsere Einschätzung zum Edifier Multimedia Lautsprechersystem, die gibt es dann in gewohnter Form im ausführlichen Hardware-Lux-Test.